Herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Podcast mit dem lieben Jumpball, meiner Namen auch JP genannt, und dem Blumi, dem Besitzer dieses Kanals. Und ja, ich sollte einfach mal die Begrüßung machen und uns mal vorstellen. Ich bin Jumpa Melis, 18 Jahre alt. Die Daten über Blumi kenne ich leider nicht. Aber egal, ich freue mich, dass ich heute hier sitzen darf und Blumi bei seinem Podcast unterstützen darf. Und ich hoffe, ihr habt alle Spaß beim Zuhören und kriegt viele neue, hilfreiche Informationen zu hören. Genau. Und damit übergebe ich das Wort an Blumi. Sehr gut, danke JP. So gut gemacht. Ich weiß nicht, wir werden höchstwahrscheinlich immer abwechselnd die Begrüßung machen. Und geplant wäre auch immer ein Thema pro Folge zu machen. Heutiges Thema ist DLC oder Mikrotransaktionen. Ist ja mittlerweile meistens beides vorhanden. Ich weiß nicht, wie du und deine Erfahrungen damit sind, JP, aber wenn du allein schon vorne dran guckst, da gibt es ja hunderttausende Skins, die du dir kaufen kannst mit Mikrotransaktionen. Ja. Was ist deine Meinung dazu? Befürworter oder nicht? Ja, ich muss sagen, es wird ein bisschen zwei Gesichter dahinter gesehen. Ich verstehe das Geschäftsmodell der großen Unternehmen, dass es leichter damit ist, ihr Geld zu verdienen, weil natürlich diese Mikrotransaktionen in den jeweiligen Spielen, also zum Beispiel Fortnite, die ganzen V-Bucks, natürlich es leichter machen, schnell viel Geld zu verdienen. Was man natürlich sagen muss, ist, dass man dadurch so ein bisschen das Gefühl verliert über das Geld. Also man hat nicht mehr so richtig... Man sieht es immer mehr, dass Kinder, die durch solche Sachen sich immer mehr holen und dadurch auch die Wichtigkeit von Geld vergessen oder einfach nicht mehr wert sehen, wie viel wert eigentlich ein Euro ist oder 10 Euro, sondern genau diesen Wert von Geld verlieren. Ja, stimmt schon. Das Ding ist halt einfach, durch das, dass es ja, je nachdem welches Paket du ja immer kaufst, unterschiedlich viel erhältst, das kennst du ja sicher, ich kann mich ja noch damals erinnern, wo ja noch die alten Preise in Fortnite waren, da hat man ja immer gesagt, 1000 V-Bucks ist ein Zehner. Ist ja mittlerweile auch nicht mehr so, weil mittlerweile sind ja 1000 V-Bucks irgendwie 7,20 Euro oder 9,99. Ja, ganz komisch. Und desto höher du gehst, desto unterschiedlicher wird dann der Kurs, wenn du sie auf 1000 rechnest. Ja. Weil wenn du damals, konntest du ja auch sagen, ja, 10.000 V-Bucks sind ja auch jeder 10 Euro, also 100 Euro, da hast du einfach noch diese 3.000 V-Bucks dazu bekommen. Aber mittlerweile ist ja 13.500 V-Bucks ist ja irgendwie auch 70 Euro irgendwas, also ganz komisch. Und das ist ja extra gemacht, dass halt einfach... Ja, dass du halt diesen Bezug zu dem normalen Geld verlierst, weil du es ja in diese Währung umwandelst. Weil ja. Mittlerweile musst du auch sagen, ist ja ein legendärer Skin keine 20 Euro mehr. Also die 2000 V-Bucks sind ja jetzt weniger wert. Weil, ja. Aber es ist halt einfach, das Problem ist, Free-to-Play-Spiele müssen halt so ihr Geld verdienen. Und da muss man einfach sagen, ja, es ist so... abwegig, also wenn jetzt in Fortnite zum Beispiel, finde ich ja das noch so okay, weil Battle Pass und die Skins bringen dir ja per se nichts. Normalerweise nichts, ja. Sie sind ja nur kosmetisch, aber wiederum gibt es auch andere Spiele. Ich weiß nicht, ob du die Assassin's Creed Spiele gespielt hast. Da sind ja in den neuen, die kosten 60, 70 Euro das Spiel. Ja. Also Vollpreistitel, und da hast du erstens dazu ein DLC, so oder so geplant, was nochmal 30, 40 Euro kostet, was ja eigentlich schon frech genug ist, dass du ein Spiel verkaufst und danach noch Zusatzinhalte verkaufst. Das ist aber einerseits. Und dann hast du noch Ingame-Währung, dass du dir Booster kaufen kannst, dass du dir Ressourcen kaufen kannst und einfach das Spiel durchkaufen kannst in einem Singleplayer-Story-Spiel. Das ist für mich auch nicht die richtige Alternative. Also ich bin... ich finde es okay, wenn man für ein Spiel Geld verlangt, wenn das dann über 50 Euro liegt, finde ich okay, finde ich auch irgendwie gerechtfertigt. Ich muss sagen, heutzutage kostet eh alles Geld, und warum sollte man dann nicht auch auf Spiele Geld dafür haben wollen, damit Leute das spielen können. Ich finde es aber nicht fair auch
gegenüber den Spielern, wenn es dann vor allem halt durch die ELC so andere Produkte noch weiteres Geld kosten, also mit diesem Geld, was du anfangs bezahlt hast oder wofür du anfangs stehst, da steht anfangs, du willst, sag ich mal, das Spiel haben für 70 Euro. Da denkst du dir als erstes, okay, ich kaufe mir das jetzt für einmalig 70 Euro und hab dann das Spiel. Wenn dann aber noch da drin steht, dazu kommt, ich kann, soll mir die Premium-Version holen, damit ich das und das habe, damit ich diesen Teil des Spiels noch hinzugefügt bekomme, damit ich diese Quest, sag ich mal, noch machen kann, finde ich das schon ein bisschen, heißt, dass du das ganze Spiel für 70 Euro bekommst. Ja, es ist halt ein bisschen... Und dann gibt es, wie gesagt, halt unter anderem noch diese Mikrotransaktions, die dann auch weiter dazu verleiten, dass du Geld ausgibst für das Game. Genau, ja, das stimmt schon. Ich weiß nicht, du hast ja sicher Valorant gespielt. Ja, ja. Also da sind ja die Preise, sind ja fern weg von gut und böse. Ja, ja. Also ich kenne zwei, drei Leute, die haben mehrere 3.000, 4.000 Euro in Valorant reingepayt. Ja, für die Bundles und für die Skins und alles. Ich bin jetzt auch schon beinahe bei 400 Euro oder so. Da muss man, ja, das ist einfach. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde zum Beispiel, was ich okay finde, ist bei diesem Battle Pass Prinzip, ist er einfach bei den meisten Spielen, egal ob jetzt bei Battlefield, bei Fortnite, bei Rainbow, bei egal welchem Spiel, dass du ja diese Coins wieder rauskommst. Auch bei Call of Duty kriegst du die wieder raus. Ja. Nur bei Valorant halt nicht. Bei Valorant musst du jedes Ding wieder einen Zehner bezahlen. Das ist halt auch einfach eine Art und Weise von, ja, wie soll ich sagen, das ist für mich eigentlich schon Abzocke. Und dann kommt ja noch dazu, dass du ja nicht von diesen Dingen, dir die ganzen Upgrades ja gar nicht kaufen kannst. Du kannst ja da von diesen Dings. Ja, du kriegst ja einfach zu wenig Punkte. Nein, du kannst ja von diesen, du zahlst dir, sag ich mal, für, ich weiß nicht, wie viel genau die Preise da sind, aber du holst dir 1000 von diesen Valorant Points für einen bestimmten Anteil von Geld. Davon kannst du dir eine bestimmte Waffe kaufen. Das Skin sieht lustig auch. Dann musst du dir aber mit einer anderen spielen. Ja, ja, die ist ja im Battle Pass, die ist ja im Battle Pass. Ja, aber das ist teilweise auch nicht ausreichend. Ja, ja, das ist viel zu wenig, das stimmt schon, ja, ja. Das ist, glaube ich, 30 oder 40 pro Battle Pass. Ja, dann kannst du eine Waffe upgraden. Nicht mal, also das ja. Sind... Die drei Upgrades von einer Waffe, um alleine die Animations zu haben, nur sind ja jeweils 3x15. Und dann sind halt noch vier verschiedene Stile, die nochmal 10 kosten. Mhm. Und das finde ich dann halt schon ein bisschen. Gut, die wollen auch, dass du halt die auch kaufst. Ja. Das ist halt so als Lockmittel, dass sie sagen: Ey, du guck, du hast hier jetzt schon 60 gesammelt in zwei Seasons. Die Waffe findest du ja cool, dann kauf nochmal 40. Ja, genau. Das ist halt einfach das Prinzip. Und ich muss ehrlich sagen, auch Call of Duty hat mittlerweile zwei Battle Pässe in einer Season. Die haben ja einmal den normalen Battle Pass, der ja mittlerweile so schlecht gemacht ist, also mit den Inhalten, dass du eigentlich gezwungen wirst, den für 10 Euro zu kaufen und dann das Upgrade nochmal für 30 Euro zu kaufen. Okay. Dass du 40 Euro pro Battle Pass bezahlst. Und das Ding ist, den günstigeren Pass kannst du ja mit den Coins kaufen, mit diesen 1100 Coins, wie in den meisten Spielen. Aber den teuren musst du immer 30 Euro in echt bezahlen. Den kannst du nicht mit der Ingame-Währung kaufen. Das stimmt. Ja. Und dann dazu kommt halt auch noch, dass halt sich das halt von Spiel zu Spiel alles immer unterscheidet. Unterschiedliche Währungen. Da wäre vielleicht eine einheitliche Game-Währung vielleicht auch mal vielleicht hilfreich, oder? Ja, aber das will man ja nicht. Call of Duty möchte in all ihren Spielen die CD-Points haben. Gut, die kannst du ja weiternehmen von Spiel zu Spiel. Das ist ja wenigstens eine positive Sache. Also wenn du jetzt in, keine Ahnung, Black Ops Cold War 1000 Coins hattest, konntest du die ja in Vanguard mitnehmen, konntest du die in MW2 mitnehmen. Also, da musst du wenigstens nicht immer neue Coins kaufen. Das habe ich zum Beispiel auch so gemacht. Als, keine Ahnung, wenn die letzte Season war und dann das neue Spiel rauskam, hatte ich ja immer noch Points übrig und so konnte ich mir dann ja immer den Battle Pass wiederholen. Ja, ja. Gut, mittlerweile kaufe ich mir auch keinen Battle Pass mehr, ich spiele auch gar kein Call of Duty mehr gefühlt. Aber das ist eine Funktion, die ich wirklich an und für sich recht gut finde. Gut, es ist natürlich auch verwerflich, dass ein Spiel, das jetzt, wenn du den Multiplayer spielst, da jetzt Warzone 1 und 2 ausgeklammert, 1 kann man ja eh nicht mehr spielen.
Aber dass du bevor Warzone rauskam, hast du ja auch Vollpreis bezahlt für das Spiel und trotzdem einen Battle Pass drin gehabt. Genau. Du hast ja zu den 70, 80, 90 €, je nachdem, welche Version du gekauft hast, hast du trotzdem im Multiplayer noch einen Battle Pass gehabt, wo du Battle Pass kaufen konntest. Für wiederum immer einen Zehner oder einmal einen Zehner und wenn du ihn immer durchspielst, halt einmal nur einen Zehner. Aber das ist halt einfach, ich kann mich erinnern, ich habe mal ein Interview gesehen, wo gesagt wurde von Ubisoft, also die ja Rainbow Six und so haben, dass man einfach mittlerweile zu wenig Geld einnimmt mit dem Spieleverkauf. Dass man in jedes Spiel, auch wenn es 70 € kostet, noch Mikrotransaktionen, DLCs bringen muss, um genügend Geld zu verdienen. Ja, und dann kommt halt auch noch dazu, dass irgendwelches, ich werde keinen Push darauf machen, aber ich will halt sagen, dass halt trotzdem Streamer, also sag ich mal auf Twitch oder YouTube Streamer, halt, ich mach mal als Beispiel jetzt Monte, der jeden Stream über fast tausende Euro ausgibt für irgendwelche CSGO-Boxen. Und dann halt teilweise auch diese guten Sachen zieht und die natürlich sich dann per Clips bei TikTok oder so verbreiten, die dazu beitragen, dass halt die Kinder oder Jugendlichen immer, immer mehr kaufen, weil sie denken, oh geil, der hat jetzt geile Sachen gezogen. Ich Ich muss kann das das jetzt auch auch ziehen, machen. ja. Oder zum Beispiel halt, bestes Beispiel ist ja FIFA gewesen, dass halt das so viele Leute sich diese Packs geholt haben, weil sie gedacht haben, sie holen da coole Sachen, obwohl sie eigentlich genau wissen, Dass wir nichts kriegen, ja. die halt gar nichts kriegen dafür. Und die Wahrscheinlichkeit ist, dass du da mal einen guten Spieler ziehst, so niedrig ist, dass sich der Aufwand oder das Geld, was du eigentlich dafür gibst, gar nicht mehr in geringster Weise nicht mehr lohnt. Und das finde ich dann halt auch so eine Verantwortungslosigkeit gegenüber den Kindern und Jugendlichen, wenn dann halt so eine großen Streamer. Es gibt halt unterschiedliche Streamer. Es gibt Streamer, die das natürlich sagen, aber auch obwohl du es sagst, klar insgeheim immer damit rechnen musst, dass es halt dazu beiträgt, dass halt andere Leute das Ist trotzdem halt nachmachen. Vorbildsfunktion, ist halt Ja, genau. Vorbildsfunktion. Und das ist halt auch dieses meine Meinung über Glücksspiel, wenn wir jetzt auch mal da in die Richtung gehen, da gibt es ja auch sowas. Es gibt ja auch DLC und Mikrotransaktionen. Ja, das ist halt bei diesen EA, das ist ja alles mit Gacha-Elementen, dass du ja Dopamin ausschüttest, dass du einfach immer mehr kaufst. Und das ist leider im Prinzip, das kommt vom Casino. Das ist klar, dass du mit, wenn du überlegst, FIFA-Packs, da geht Feuerwerk, da gehen Fahnen fliegen runter, Explosionen und alles. Und dann kommt diese Karte halt aus diesem Pack raus. Oder wenn ich überlege, bei Hearthstone oder so, da explodiert das Pack und dann zerspringt das in alle Teile und die Karten fliegen raus. Oder das ist halt auch bei diesen Lootboxen leider das Problem. Und ich bin zum Beispiel großer Fan, was Frankreich mittlerweile gemacht hat. Frankreich hat ja Lootboxen verboten. Naja, genau, dieses Verbot soll auch in Deutschland umgesetzt werden, weil ich Genau, so gut dass meine. Lootboxen nur noch funktionieren, wenn du in die Lootbox hineinsiehst. Also so, du siehst, das kommt raus, möchte ich kaufen oder möchte ich nicht kaufen. Fortnite hatte dieses Prinzip auch schon länger drin. Also in Rettet die Welt halt einfach, da gab es ja diese Lootbox-Lamas. Und da siehst du jetzt immer, bevor du sie kaufst, was ist drin. Und dann kannst du selber entscheiden, ey, gebe ich dafür 100 V-Bucks aus für ein Lama, so viel kostet das, oder 1000 V-Bucks für ein gutes Lama. Und, oder halt nicht. Davor Oder war was? einfach, du gibst 100 V-Bucks aus, oder 1000 V-Bucks, also ein Zehner für eine Lootbox und hast entweder Gutes drin oder der komplette Müll. Ja, für die Spieler und so ist es natürlich gut, aber für die Unternehmen, die werden dir da Ja, bodenlos. die Frage ist halt einfach, FIFA hatte das auch drin, da kannst du ja jeden Tag so ein X-Ray-Pack sehen. Gut, das ist natürlich die Frage. Das funktioniert ja dann bei FIFA, gibt es ja die normalen auch noch dazu. Da funktioniert halt einfach so, dass du halt danach drauf pokerst, dass dann nach dem Pack, dass du halt wieder nicht mehr siehst, Besseres kommt. Aber ich muss zum Beispiel sagen, ich finde die Idee, dass man die Kiste sieht, das kommt raus, finde ich gut.
Weil du musst ja im Prinzip sagen, es kann ja trotzdem einer sagen, boah, ich kaufe jetzt eine und hoffe drauf, dass die zweite Box, die ich reinziehe, was Besseres beinhaltet. Ist ja dann wieder das gleiche Prinzip, aber du siehst halt einfach, was du erhältst. Genau. Und so ist einfach das Prinzip, ja, ich muss auch sagen, CSGO finde ich ein bisschen anders, weil du kannst ja das Geld, wenn du irgendwas Gutes ziehst, du kannst eine Box für 4 Euro öffnen und wenn du Glück hast, ziehst du ja was für 2000 und du kannst halt dieses Geld wieder in echtes Geld bekommen. Das ist natürlich anders als zum Beispiel in Valorant oder so, wo halt einfach dieser Skin für immer an deinen Account gebunden ist. Du kannst auch diese Skins über Accounts hin und her ziehen. Macht ja zum Beispiel Monte ja auch, dass halt einfach, ja, wie soll ich sagen, dass er halt einfach 3-4 Accounts hat, wo er Boxen öffnet und Skins hin und her tradet. Die haben ja einfach nur 7 Tage eine Trade-Sperre. Genau. So ist das Ding. Ja, also es gibt auch hier, ich habe mich im Vorhinein mal informiert, ganz, ganz viele unterschiedliche Aufrufe dazu, dass es halt auch in Deutschland umgesetzt wird, dass halt Verbot von Mikrotransaktionen, vor allem, weil sie halt dazu beitragen, dass halt also vor allem Lootboxen, ja. Ja genau, dass halt Kinder und Jugendlichen animiert werden und Glücksspiel zu treiben und das muss halt geschützt werden und deswegen haben sich halt verschiedene Organisationen, ich will jetzt hier mal ein paar Quellen nennen hier, Blog FSJ, Jugendschutz, simuliertes Glücksspiel, dass die haben sich damit auseinandergesetzt oder vielleicht sagt das jemand, Gampero ist auch eine große Firma, Artikel, die haben sich damit auch genauso in einem Artikel damit auseinandergesetzt, wie halt diese Währungen auf Kinder wirken und da ist halt herausgekommen, dass halt wirklich die Kinder, wie ich auch schon vorhin schon mal angesprochen hatte, extrem abhängig gemacht werden davon oder süchtig werden, sich immer mehr Neues, auch aus eigenen Erfahrungen kann ich das sagen. Mittlerweile bin ich alt genug und habe gecheckt, was damit gewollt ist und weiß es besser, aber früher war ich genau der typische Einkäufer. Ja. Der gedacht hat, er muss sich diesen Skin noch holen und genau, und hat sich die dann, und heute bereue ich alles, also meine Fortnite-Skins, muss jetzt nicht sein, Valorant, alles viel zu viel ausgegeben. Ja, Valorant genau. Und alles, das ist halt schon mies. Also ich muss sagen, ich finde allgemein Riot Games steht bei mir stark in Kritik, weil es ist einfach ein Studio, das erstens die Spiele 1:1 die Idee klaut, das einerseits, egal ob League of Legends oder Valorant, ist 1:1 geklaut und eine Preispolitik fährt, die einfach nicht mehr okay ist. Ich finde von mir aus ein Skin, wenn du jetzt überlegst, in Fortnite, gut auch 2000 V-Bucks, das sind immer noch 15 Euro, aber da musst du wenigstens sagen, da kriegst du was. Und bei die Bundles kosten ja in Fortnite meistens auch so 2400 bis 3600 Libras. Das sind 20, 25 Euro. Das ist ja zum Teil in Valorant ein einziger Skin, der so viel kostet. Mhm. Und dieses Geld, ich weiß ja, es gibt Bundles, die 200, 300 Euro kosten in Valorant. Ja, Legendary, also eine legendäre Waffe kostet 23,99 Euro oder so. Ja, das ist eine Waffe. Und da musst du einfach sagen, das ist, finde ich nicht gut. Auch wenn du sagst, ja, in CSGO gibt es Waffen, die kosten 100.000. Das ist vollkommen klar, aber du kannst dieses Geld legal in Steam-Guthaben umtauschen und inoffiziell über Drittplattformen wieder in echtes Geld umtauschen. Das ist einfach ein anderes Prinzip, wenn du sagen kannst, ich habe auch Skins auf meinem Steam-Account von Counter-Strike, die 10 Euro kosten. Gut, die habe ich damals für 3 Euro vielleicht gekauft. Aber ich könnte jetzt sagen, ey, ich spiele kein CSGO mehr. Ich spiele es nie wieder. Weil, keine Ahnung, gut, jetzt in CS2 behältst du ja die Skins. Die sind ja, gehen ja weiter, weil ja einfach die Engine neu ist. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein neues Counter-Strike gekommen wäre, wo wieder neue Skins gehabt hätte, hätte man die alle verkaufen können. Gut, natürlich wäre dann der Markt komplett eingestürzt. Weil das ist einfach klar, die Nachfrage an Verkaufen so groß ist, dass niemand kauft. Aber du hättest das verkaufen können und hättest die normale Steam Games kaufen können. Und da muss ich ehrlich sagen, finde ich diese Idee, wie das
Valve oder halt, also die Macher von Counter-Strike, mit diesem Community-Markt oder mit allgemein mit dem Markt. Du kannst ja auf dem Markt alles verkaufen. Du kannst ja auch in Rust Sachen erspielen und verkaufen, in PUBG, überall. Finde ich das ja deutlich angenehmer als... Ich muss auch ehrlich sagen, Fortnite hatte das gleiche Prinzip. Diese Skins sind für immer in deinem Account. Ob du spielst oder nicht, ja, ist halt einfach verloren. Und wenn du jetzt überlegst, es gibt auch Spiele, die Free-to-Play waren, die unerfolgreich waren und dann die Server geschlossen haben. Und wenn es da Leute gegeben hat, auch wenn das Spiel unerfolgreich war, die 1.000, 2.000, 3.000 Euro ausgegeben haben, du kriegst nichts mehr davon. Das ist, und die Chance, dass ich da, sage ich jetzt so, die Chance, dass Steam in 10 Jahren nicht mehr existiert, ist unmöglich. Da glaube ich einfach nicht dran, dass Steam in 10 Jahren, also da, Steam existiert noch so lange, wie es das Internet gibt. Wenn das Internet nicht mehr gibt, dann ist Steam auch weg. Also ich glaube, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass in 10 Jahren halt sowas wie, dass man am Computer sitzt und zockt, vielleicht ganz andere Stränge hat als heute, weil die Technik in 10 Jahren meiner Meinung nach deutlich, deutlich besser sein wird. Ja, da wird jeder in VR chillen, aber du musst ja immer noch sagen, Steam ist ja immer noch die Plattform, wo du ein Spiel besitzt. Ja. Und das wird in 10 Jahren auch noch die Plattform sein. Du wirst vielleicht in 10 Jahren alles mit der MetaQuest 2 spielen, jeder sitzt mit einer Brille auf dem Kopf und spielt dann, aber du wirst dann immer noch das Spiel über Steam starten. Und das Spiel über Steam kaufen oder vielleicht auch Epic Games. Epic Games hat ja auch mittlerweile ein paar Prozent geholt an vom Markt, aber die sind immer noch Welten weg von Steam und Steam hat halt einfach eine Community aufgebaut in 20 Jahren, die halt einfach so eingefleischt ist mit Steam. Ich muss ja auch ehrlich sagen, ich kaufe mir keine Spiele auf Epic Games. Ich hole mir da die Free Games und mehr hole ich da auch nicht. Mit der GTA mal geholt. Genau. Weil es halt extrem günstiger war. Ja, das war auch schon zweimal kostenlos. Ja, genau. Aber ich muss sagen, ich finde Steam von der Machart, also ich muss sagen, der Epic Games Launcher ist für mich zu, ja, wie soll ich sagen, ich sehe nicht, es gibt kein Profil. Wieso kann ich kein Profil haben? Wieso kann ich auf nichts gehen. Ich kann meine Erfolge sehen. Aber ich kann mir kein Profilbild hineinstellen. Ich kann nicht das Profil mit Leuten teilen. Leute können nicht mein Profil ansehen. Nichts. Was bringen mir dann diese Erfolge? Dass ich selber sehen kann, wow, ich habe 100 Erfolge auf Epic Games, die niemand sieht. Und das finde ich einfach schlecht. Weil du musst eigentlich ein bisschen diese Interaktion zwischen den Leuten erstellen. Das ist ja das, was Steam hat. Steam hat den Community-Markt, also den, ja genau, im Community-Ding halt den Markt. Steam hat den Workshop, wo du alles Mögliche holen kannst. Und ja, da siehst du halt einfach die ganzen Sachen von anderen Leuten. Und ich finde es auch schlecht, dass Steam mittlerweile auch hunderttausende DLCs verkauft, aber das ist halt leider einfach von den Erstellern. Steam ist ja nur die Verkaufsplattform. Aber wenn du da zum Beispiel guckst, ich weiß von Spielen, die haben 100 DLCs, 100 Zusatzinhalte und da musst du einfach sagen, ich weiß, du kennst sicher Sims 4. Ja, ja. Das Spiel, das hat ja früher gekostet, ist ja mittlerweile kostenlos, das Basisspiel. Das hat 40 Euro gekostet früher und das hat DLCs, wenn du alle kaufst, bezahlst du über 1400 Euro an Zusatzinhalten. Aus dem einfachen Grund, weil es sicher 30 DLCs hat, die du kaufen kannst. Und das ist also, das ist ja wirklich, wirklich krass. Ich bin hier gerade mal kurz auf der Steam-Seite, das hat einfach 70 Erweiterungspakete. So viel. 70 Stück, ja. Und du musst sagen, die Erweiterungspakete, die meisten kosten 45 Euro pro Paket. Ja. Gut, es gibt auch solche, die 7 Euro kosten oder die 14,90 kosten. Aber sicher die Hälfte davon kostet 44,90. Ja. Und also das ist wirklich krass. Wenn du jetzt sagst, die Hälfte kostet 44,90, dann ist das ein Preis von über
1000 Euro für die Hälfte der DLCs. Und das ist wirklich krank. Und ich kenne Leute, die sich die Sachen gekauft haben, weil, ist ja klar, sie spielen ja dieses Spiel. Aber da musst du einfach sagen, also da musst du schon Fan von der Realität sein, dass du so solche Sachen verkaufst. Ich finde es ja schon, es ist ja schon frech eigentlich, dass man ein Spiel hat und die Hälfte des Content, das der Vorgänger hatte, aufteilt, um Zusatzinhalte zu verkaufen. Weil du musst zum Beispiel sagen, der Vorgänger Sims 3, da konntest du Haustiere haben, da konntest du Reisen machen, da konntest du alles Mögliche. Das ist jetzt alles nicht mehr im Spiel drin, sondern du musst diese DLCs kaufen. Ja. Und das ist für mich, würde ich ehrlich sagen, Betrug. Das ist Betrug. Das ist gezielte Abzocke von Kunden. Und da bin ich auch der Meinung, da müsste eine Regierung das verbieten, dass man bewusst, ich sage bewusst Content, bevor das Spiel fertig ist, sagt, ey, wir nehmen vom Ende ein Fünftel raus, ja, und verkaufen das dann nochmal für einen 20er, 30er mehr. Und ja, das ist, das da finde ich, ist Ubisoft oder EA oder auch Activision sollten zur Rechenschaft gezogen werden, weil es jedes Spiel, das rauskommt, ist schon bevor das Spiel draußen ist, steht DLC 1, 2, 3, 4 kommt dann. Ihr könnt euch die Idioten Deluxe Edition kaufen für 140 Euro. Ihr wisst nichts, was in diesem DLC drin ist. Es kann der größte Rotz sein, aber ihr habt dann den Season Pass gekauft und kriegt dann alle. Ihr bezahlt einfach zweimal das Spiel für Zusatzinhalte, die man noch nicht mal weiß, was es ist. Ja. Wenn und zum Beispiel hier auch noch dieses, wie nennt sich das Spiel, dieses World Hunter oder wie das heißt, dieses The Hunter, ja. Genau, der ist ja, also ich weiß nicht, vielleicht haben es manche von euch sich geholt, ich habe mir jetzt letztens das geholt, auf Steam glaube ich oder auf Epic Games, weiß ich gar nicht mehr, war kostenlos das Game. Auf Epic Games, ja. Genau, und das Spiel ist eigentlich ganz nice, aber ja, es gibt so viele Erweiterungen, jede einzelne neue Map, die man dann nicht im Gratispaket dazu hat, ist eine Erweiterung. Ja, das stimmt schon. Ich bin ja auch gerade auf der Steam-Seite und ich sehe das auch. Also da gibt es auch hunderte, was haben die an Zusatzinhalten? Auch 41 Stück. Da ja, musst du aber ehrlich sagen, gut, ein Teil ist kostenlos. Etwa ein Drittel der DLCs ist kostenlos. Und keins der DLCs kostet mehr als 8 Euro. Ja, aber trotzdem. Da musst du, ja, aber du musst ja sagen, das ist ja eine ganze Map, die du da dann kaufst. Und wenn ich jetzt überlege, ich habe ja nur das Base Game. Ja. Und also die Starter-Map. Und ich habe 20 Stunden auf dieser Map gespielt. Und ich muss jetzt sagen, 8 Euro für 20 Stunden Spielzeit, mehr dazu, finde ich, geht klar. Hast du so viel schon darauf gespielt? Ich habe gar nicht, noch nicht so viel gespielt. Ich habe 22 Stunden knapp aufgerundet, ja. Ordentlich. Und da finde ich, für 8 Euro eine weitere Karte, wo du vielleicht dann wieder 15, 20 Stunden spielst, finde ich vollkommen fein eigentlich. Ja. Und du musst sagen, wenn du das ganze Spiel haben willst, okay, du bezahlst 200 Euro, das ist klar. Aber da hast du alles. Gut, 200 Euro ist auch viel. Das ist keine Frage, ist auch viel. Aber wenn du sagst, es sind ja, was sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Karten neben der Starterkarte, also 8 Karten insgesamt. 7 Karten, die du kaufen kannst, die zusammen knapp 60 Euro geben, also ein Vollpreisspiel. Finde ich eigentlich, geht okay. Und du musst ja sagen, das Space-Spiel kostet ja normal auch nur 20 Euro. Da musst du ja ehrlich sagen, ja, es ist teuer, auf jeden Fall. Aber wenn du sagst, ich spiele jede Map 20 Stunden, da hast du danach, ja, 160 Stunden, finde ich einen Preis von, wenn du jetzt das Base-Spiel noch gratis bekommen hast, von 160 Euro, hast du pro Stunde 1 Euro bezahlt. Finde ich okay. Aber ich kenne, glaube ich, keinen, der Sims 4 2, 3, 4.000 Stunden gespielt hat, wo er sich rechtfertigen kann, dass er die DLCs sich gelohnt haben.
Und ich muss zum Beispiel ehrlich sagen, ich finde Hunter ein richtig gutes Spiel. Ja, ist auch ist schön. Ich muss sagen, ich weiß nicht, dass wir jetzt hier darüber reden, vielleicht manche kennen das nicht, aber das ist halt so ein Spiel, da bist du halt auf einer Map, eine bestimmte Landschaft, Region in der Welt. Ja. Die erste ist so ein bisschen so Mischwald, also so heimischer Wald. Und da hast du halt dein Anfangsgewehr und so. Und du hast halt, kannst in der Wildnis rumlaufen und kannst halt dann auch Tiere halt, wenn du welche siehst, die dann erbeuten, so mäßig und in deiner Liste sammeln. Ja, ja. Was ich an dem Spiel nicht so feier, ist, dass du halt jedes Mal, wenn du halt, sag ich mal, stirbst oder neu anfängst, du startest halt wieder beim Startpunkt. Gut, du kannst halt diese Schnellreisepunkte errichten. Überall auf der Map. Ah, okay, wusste ich nicht. Genau. Soweit bin ich noch gar nicht. Ja, ja, ich gut, wie gesagt, ich habe ja ein bisschen mehr gespielt. Ich habe zum Beispiel auch Freunde, die 40, 50, 60 Stunden das Spiel gespielt haben. Und nur das Base-Spiel, keine DLCs besitzen. Ja. Und da musst du sagen. Ja, du musst halt auch ehrlich sagen, es ist halt einfach ein Unterschied. Das Spiel ist natürlich eigentlich in sich komplett. Du kannst alles machen, alles auf dieser einen Map erreichen. Und die ganze Story der Map erleben. Jedes Tier ist alles da und so weiter. Wenn du sagst, ey, ich möchte auch noch in Alaska jagen. Ich habe zum Beispiel Alaska. Oder Kanada ist das. Oder ein bisschen beides. Dann kaufst du dir diese Map. Die habe ich mir gekauft, ja, ja. Und dann kannst du in einem Schneegebiet jagen. Und hast da wieder eine ganze Map, wo du rumlaufen kannst, Sachen entdecken kannst, Tiere jagen kannst und ja, hast eigentlich eine entspannte Zeit. Da muss ich wiederum sagen, das ist halt ein Unterschied von, ich nehme Content aus dem Basisspiel raus, um es extra zu verkaufen, wie es jetzt in den Ubisoft-Spielen zum Teil ist, wie es jetzt in ja, den EA-Spielen ist. Und verkaufe das extra, als ein Basisspiel zu errichten, weil du musst ja sagen, das Spiel ist ja rausgekommen, ich weiß gar nicht, im 2017. Und ich glaube, die erste Erweiterung ist ja erst ein Jahr später rausgekommen, wenn ich mich nicht täusche. Kann sein, kenne ich mich nicht aus. Ich kann hier gerade drüber gucken, 2020, 2019... 2018, ja, ein Jahr später ist die erste Erweiterung rausgekommen. Und da gibt es jedes Jahr eine Map, die reinkommt. Die du dann erkunden kannst. Also eigentlich, wenn du jetzt das Spiel seit Release hast, kannst du dir jedes Jahr für 8 Euro mehr kaufen. Finde ich eigentlich, ja, finde ich... Ehrlich gesagt, okay. Ich spiele auch zum Beispiel so ein Strategiespiel. Das ist mein meistgespieltes Spiel auf Steam. Da habe ich fast 300 Stunden gespielt. Und die bringen da auch jedes Jahr einen Zusatzinhalt raus. Gut, da muss man wiederum sagen, der Zusatzinhalt kostet 20 Euro. Das ist natürlich ein bisschen mehr und da muss man jetzt sagen, wenn du es jetzt kaufen willst mit den Zusatzinhalten, bezahlst du auch ein bisschen was. Wenn du jetzt überlegst, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zusatzinhalte, 20 Euro ist natürlich ein bisschen was. Zu dem Basisspiel, das ja schon 45 Euro kostet. Da muss man wiederum sagen, es ist so ein Mittelmaß, das man finden muss. Wenn du verstehst, wie ich meine. Ja. Ich weiß zum Beispiel auch von The Legend of Zelda, egal ob jetzt Breath of the Wild oder so, von Tears of the Kingdom gibt es noch keine DLCs. Aber Breath of the Wild hat auch, da wurde das Spiel rausgebracht, da, weil es sich gut verkauft hat, ein Erfolg war, wurde gesagt, ey, wir bringen zwei Erweiterungen dazu. Also das konntest du in einem Paket kaufen, das hat einen 20er gekostet. Und ist schon klar, da musst du natürlich deutlich länger warten. Da kam ja das Basisspiel Anfang 2017 raus und das erste DLC war ja, ich glaube, Dezember 2019. Weil die natürlich einfach das noch machen mussten. Und ich finde, das ist eigentlich okay. Wenn ein Spiel gut ist und in sich fertig ist eigentlich, kann man Erweiterungen verkaufen.
bin ich ehrlich gesagt der Meinung. Aber wenn du Content explizit rausnimmst und hinter eine bezahlbares Paket packst, finde ich das nicht gerechtfertigt. Genau. Ja. Und ich finde auch eigentlich eine Frechheit, dass du Mikrotransaktionen oder Battle Pass oder so in ein Spiel integrierst, das Geld kostet. Ich finde, ehrlich gesagt, Battle Pass oder so ist für mich Free-to-Play-Game. Ja, auf jeden Fall. Ich bezahle keinen, da muss man sagen, ich finde, Rainbow Six ist ein Beispiel oder auch Battlefield ist ein Beispiel. Battlefield habe ich, also für Battlefield 2042 habe ich 90 Euro bezahlt. Dafür wusste ich natürlich, dass ich die ersten vier Battle Pass geschenkt bekomme. Aber das ist ein Spiel, das 60 Euro kostet, normal, und du einen Battle Pass hast. Und eine Season, wo du einen Battle Pass kaufen kannst. Und einen Ingame-Shop, wo du Skins kaufen kannst. In einem Spiel, was du ja schon 60 oder 90 oder 120 Euro bezahlt hast. Je nachdem, welche Edition du gekauft hast. Und das finde ich eine wirkliche Frechheit. Wenn ein Spiel kostenlos ist oder 10 Euro ist von mir so oder 15 Euro, dann kann ich sagen, okay, die verdienen nicht extrem viel mit dem Verkauf des Spieles. Dann müssen sie halt auf andere Wege Geld verdienen. Bei Free-to-Play ist das genau das Gleiche. Fortnite ist halt einfach das einzige Geld, wie die verdienen. Gut, jetzt rettet die Welt abgesehen. Aber Leute, die nur Battle Royale spielen, spielen ja kostenlos. Und die Epic Games verdient halt damit, dass Leute sich Battle Pass und Skins kaufen. Das ist schon klar. Und da finde ich auch vollkommen okay. Genau. Oder was meinst du, Chappy? Ja, also ich finde es okay, wenn man das anbietet, aber ich muss halt sagen... Bei Vollpreis gehört das nicht. Bei Vollpreis gehört das nicht. Ja. Oder findest du das da... Nein, ich verstehe das Geschäftsmodell dahinter. Also ich verstehe... Das ist schon klar, es bringt Geld. Und das nicht wenig, wenn du überlegst, Activision hat ja ihre Zahlen, 70% der Einnahmen sind Mikrotransaktionen. Ja, ich muss sagen, ich persönlich finde es auch nicht so schön. Also, ich muss sagen, ich finde es besser, wenn man das nicht macht, also ohne. Und wenn man das einfach die Möglichkeit gibt, auch über die jetzt erweiterte Produkte, die man sich kaufen muss, dass man das spielen kann, ohne dass man, also dass man das vollständige Spiel, sage ich mal, hat. Ja, man soll das vollständige Spielerlebnis haben und dann darüber hinaus kann man Zusatzinhalte verkaufen. Genau. Bin ich der genauen Meinung. Ich muss halt sagen, jetzt kommt doch, wenn jetzt in den nächsten Monaten, jetzt kommt der FIFA, dieses neue raus, EA Sports oder wie das heißt. Ja, EA Football Club, ja. Also EAFC. Und ich bin auch gespannt, die haben gesagt, dass die da viel gemacht haben. Ja, das haben sie jedes Jahr gesagt, dass die viel gemacht haben. Die Engine wurde verbessert, ja. Realistischer denn je, besser denn je. Und was war's? Gefühlt das Gleiche. Und ich glaube auch, da wird sich nichts geändert haben. Ja. Sie müssen... Ja, wie soll man sagen? Sie müssen aktiver sein. Auf jeden Fall. Weil der Name FIFA weg ist. Und man muss jetzt eigentlich die Leute von diesem Namen FIFA wegbringen. Das ist leider einfach das Problem. Weil die Leute sind sich gewohnt, FIFA zu kaufen. Und das weiß auch die FIFA, mit dem sie ja jetzt ihr eigenes Spiel wieder machen. In einem anderen Studio einfach. EA Sports FC heißt das. Ja, ja, genau. EA hat ja die Lizenz nicht mehr verlängert, weil sie einfach zu teuer war angeblich. Und jetzt hat man halt den FIFA-Namen verloren. Und die FIFA hat jetzt diesen Namen an ein anderes Entwicklerstudio verkauft. Ja. Was ja jetzt auch ein Fußballspiel bringen darf mit dem Namen FIFA. Und da ist ja jetzt das Problem, ich gehe stark davon aus, dass Leute, die das nicht wissen, weiter das Spiel, wo FIFA draufsteht, kaufen. Egal, ob das jetzt von EA ist oder von einem anderen Studio, dass die das nicht wissen. Weil sie wissen, ey, ich kaufe seit 20 Jahren nur FIFA und FIFA steht FIFA drauf. Und da ist EA leider im Problem, weil man auf diese Lizenz nicht länger gekauft hat, dass man
mit einem neuen Namen jetzt überzeugen muss. Ja. Und das ist leider einfach das Problem. Leute müssen wissen, dass das Spiel jetzt einfach EA FC heißt. Ja. Und ich sag, spielerisch wird das gleich sein wie FIFA 23. Gehe ich stark davon aus. Weil einfach die Engine ist ja schon da, die Spieler hat man ja schon modelliert gemacht. Das Prinzip hat man ja alles schon, das wird man nicht in einem Jahr über den Haufen geworfen und neu gemacht haben. Wirklich auch nicht, ja. Da wirst du, dann bin ich auch der Meinung, die haben vielleicht ein, zwei extra Modis wieder reingemacht, wie damals ja Volta auch war, dass man auf Asphaltfußball spielt und so. Aber sonst wird sich das Spiel, ich gehe auch vom Sehen in den Trailern und so, nicht stark von FIFA 23 unterscheiden. Aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich werde es mir nicht kaufen. Ich habe auch FIFA 23 nicht gekauft. Ich habe FIFA 22 bekommen. Ja. Genau. Oder FIFA 21 habe ich bekommen. Jetzt bin ich gerade selber überfragt. Irgendeins habe ich nicht. Denke ich. Du holst es dir? Ja, ich denke einfach aus dem Grund, ich habe mir noch nie ein FIFA geholt. Ich wollte es eigentlich mal ausprobieren. Ja. Und eigentlich wollte ich mir jetzt schon das jetzige holen, aber es macht ja keinen Sinn, wenn ich das jetzt hole, wenn es in 2 Monaten schon das neue gibt. Genau. FIFA 21 habe ich. FIFA 22 war mal kostenlos auf PlayStation. Ja, die alten ja, aber da spielt halt niemand mehr. Ja, ich zock das halt über PC dann wahrscheinlich. Das zockt da zocken die alten Spieler auch keiner mehr. Ja. Das kannst du ja nachgucken gehen, wie viele Leute welche Spiele spielen. Wenn du jetzt guckst, FIFA 23 spielen jetzt gerade 30.000 Leute. Das ist nicht schlecht. Das ist die Frage, ob man... Oder noch überall? Überall. Ah, okay. Also nur auf Steam bezogen. Ah, okay. Da weiß ich, also ist natürlich auf Konsole oder so, da wird natürlich noch viel, viel mehr sein. Auf jeden Fall. Gehe ich mal davon aus. Und jetzt wird nur FIFA 22 im Vergleich spielen auf Steam schon nur noch 4.000 Leute. Das ist 10% an Spielern weniger. Ja. Und jetzt musst du sagen, wenn das überall ist, auf jeder Konsole 10% Spieler weniger ist, findest du halt einfach schlecht ein Spiel. Ja. Ich weiß ja, dass von Fortnite, ich spiele da diesen Rank-Modus im Nullbauen und da haben wir jetzt im Schnitt zwischen 9 bis 20.000 Spieler. Und ich hatte... In dem Modus, ja. Ah, okay. Und das ist extrem wenig. Ich habe Spiele, wo ich 20 Minuten auf ein Match warte. Um einfach gleich starke Gegner zu bekommen, von meinem Rang her. Aber ist das dann nicht, heißt es nicht eher, dass du weniger spielen, wenn du länger warten musst? Ja, spielen ja auch viel zu wenig. Ah, okay, so meinst du das. Ja, ja, es spielen zwischen 9 bis 20.000 Leute im Modus. Nur als Referenz ranked bauen spielen zwischen 150 bis 300.000 Leute. Boah. Und wiederum zum Vergleich, No-Build, normal, spielen zwischen 350.000 bis 500.000 Leute. Im Schnitt. Und als letztes noch, das normale Bauen spielen zwischen 550.000 bis 750.000 Spieler. Und wie viel sind denn Creative? Das sieht man jede einzelne Map. Da kannst du die besten Maps haben zwischen 25 bis 30.000 Spieler. Das ist schon mehr als No-Build Ranked. Das ist ja das Heftige. Zum Beispiel, ich weiß nicht, du hast ja dieses Only-Up in Fortnite sicher auch schon gespielt. Ja, habe ich noch nicht gespielt. Aber das hatte zeitweise zum Peak 50.000, 55.000 Spieler. Ja. Das ist doppelt so viel wie Ranked Null-Bauen spielen. Aber Epic Games hört auch nicht darauf. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf den E-Sport guckt. Ja, du musst halt einfach sagen... E-Sportler fragen und sagen, dass er Nullbauen kacke findet. Und das also so wie es gerade ist und dass es keinen Sinn macht. Trotzdem bringen sie immer neue Meisterschaften raus, wo man Nullbauen macht.
Das letzte war jetzt vor einer Woche oder vor zwei Wochen. Ja, du musst halt einfach sagen, Epic Games hat zu Beginn ja auf die Community gehört, komplett. Wenn du, ich weiß nicht, am Anfang, wo man Fortnite gespielt hat, Chapter 1, Season 3, 4, 5, da kam ja jede Woche ein Update mit irgendeinem neuen Item, irgendeinem neuen Dings rein, alles mögliche. Das fand ich richtig geil. Und dann hat man halt gesehen, ey, Fortnite spielen so viele Leute, wir können competitive gehen. Und dann hat man angefangen, das Spiel drastisch zu ändern. Man hat gemerkt, das war so zu Season 9, 10 herum, hat man, wo auch FNCS war. Ich kann mich an diesen Clip erinnern bei FNCS. Ich weiß nicht, ob du Season X gespielt hast. Nee, das ist nicht, aber ich kenn mich Season auch. X hatte diese Roboter drin, diese Mechas drin. Genau. Und da gab es ein Duo. Ah ja, das wieder da oben. Im FNCS-Finale oben auf dem Berg gechillt hat mit diesem Mecha. Einer hat gebaut, der andere hat den Mecha geballert und die haben im Endgame sicher 20 Kills gemacht. Mehr. Und du konntest als Spieler nichts gegen diesen Mecha machen. Ja, das Beispiel, das zweite Beispiel ist daran auch dieses Schwert. Das war ja auch drin und dann war drin und er hat solo mit dem Schwert in einer Runde 30, 35 Kills geholt. Gut, beim Schwert musst du wenigstens sagen, du kannst ihn wenigstens aus der Distanz kontern. Ja. Weil der muss ja recht nahe an dich heranlaufen, um überhaupt Schaden zu machen. Ist schon klar, er hat 200 oder 300 Leben gehabt. Ich habe 200 Green Life und 100 Blue Life einfach. Stimme ich dir schon zu. Aber der Mecha konnte dich über die halbe Map lasern. Mit den Raketen. Ja. Und da konntest du auch nicht dagegen bauen. Und ein Beispiel war auch zum Beispiel, dass das Update einer, es gab einmal so ein Update, was mitten im FNCS Final war. Ja. Und dann hat man einfach gemerkt, zu Season 9 und 10, man hat extrem Spieler verloren. Und darum hat man ja dann auch gesagt, ey, wir machen so einen Neustart mit Chapter 2. Und das hat ja teils was gebracht und man hat halt sich dann einfach wieder dazu entschieden, ey, mit E-Sport machen wir kein Geld. Und das ist einfach so. Diese E-Sport-Leute kaufen sich vielleicht ein, zwei Skins, die halt, ja, Vorteile bringen sie ja nicht, aber die halt einfach so schlichte Skins sind. Du weißt ja sicher, da diese schlichten Skins, die jeder Fortnite-E-Sportler spielt. Ja. Das ja, aber das meiste an Geld macht man damit, dass die Casual-Spieler Geld ausgeben. Und wenn du die normalen Spieler, die just for fun spielen, alle vergraulst und aus dem Spiel raustreibst, weil man so E-Sport sein möchte, machst du kein Geld. Und darum hat man ja dann extrem zurückgerudert. Man hat ja auch Nullbauen durch das reingebracht. Man hat ja zum Teil das mit den Bot-Lobbys kreativ verbessert, kreativ 2.0 reingebracht. Das ist alles, um schlechtere Spieler wieder ins Spiel reinzubringen. Auf jeden Fall. Genau das ist auch mit. Ich bin bis heute der Überzeugung, dass auch im normalen Spiel Skill-Based Matchmaking drin ist. Weil, wenn ich Solo spiele, spiele ich gegen Spieler, die um ihr Leben spielen. Ja, das stimmt. Wenn ich aber mit einem Switch-Spieler in der Lobby chille und mit dem Duo spiele, spiele ich gegen die schlechtesten Spieler, die ich auf diesem Planeten kenne. Ja, das ist genau mein genau Dings. Wenn ich spiele immer Duo oder Trio mit zwei Schulkameraden und ich spiele auf der Playstation, sind über die Blots. Ja, da hast du schlechte Spieler. Und wenn du dann mit Switch-Spielern spielst, Digga, du kannst die Gegner spitz hacken und sie können nichts dagegen machen. Ja, aber das ist, glaube ich, auch ein eigenes Thema für sich, was vielleicht als Folge dann noch mehr... Genau, das mit Skill-Based Matchmaking, das ist genau ein gutes Thema, um wieder zurück zu der Transaktion zu kommen. Fortnite hat halt das gemacht, um ja mehr Verkäufe zu haben. Genau. Und das ist einfach besser, als auf E-Sport zu gehen. Und man kann sagen, dass diese Transaktion dann im Endeffekt auch das Spiel kaputt gemacht haben, weil halt das Sinn daran bei Fortnite war dann halt wirklich nur noch immer mehr zu verkaufen und haben ihre Game auch halt angepasst darauf, wie du eben schon erläutert hast. Das ist vollkommen klar, wenn du überlegst, wenn man den Itemshop von Chapter 1 sieht, da sind, was waren da, 8 Items pro Tag drin. Es waren ja 2 Highlight-Items und 4 kleine Items immer im Shop. Ja. Und mittlerweile hast du zum Teil 25 bis 30 Shop-Seiten, wo du, ich kann Spider-Man kaufen, ich kann
God of War Charakter kaufen, ich kann, keine Ahnung, irgendwas anderes kaufen, ich kann Indiana Jones kaufen und diese Kollaborationen ist genau das gleiche. Das ist einfach zweimal Geld für Epic Games. Das ist einmal Geld, weil, keine Ahnung, Disney kommt, weil Sony kommt, weil Xbox kommt und sagt, ey, wir haben ein neues Halo-Spiel, bringt Master Chief ins Spiel. Wir bezahlen euch ein paar Millionen und dann macht Epic Games den ins Spiel hinein, um Werbung. Und sie kriegen ja noch Geld, für das die Leute den Skin kaufen. Das ist halt einfach doppelt Win-Win für die. Und darum ist auch in jedem Battle Pass irgendein Film-Character oder was auch immer Skin drin. Wenn man jetzt zurück überlegt, wir hatten Spider-Man, wir hatten Venom, wir hatten Iron Man, wir hatten Rick and Morty, wir hatten jetzt zum Beispiel Bumblebee für den neuen Transformers-Film, der jetzt im Kino läuft. Ja. Neuen Transformers-Film? Wusste ich gar nicht. Ja, irgendwie Beast, Transformers, ja, Beasts und irgendwie so heißt, ja. Und es ist halt einfach, jede Season ist Werbung. Wir hatten zum Beispiel Doctor Strange drin für den Doctor Strange Film, wir hatten Spider-Man für den Spider-Man Film, Venom für den Venom Film. Dann hatten wir den zweiten Spider-Man für den zweiten Anime Spider-Man. Ja, war auch drin, Miles Morales konnte man im Shop kaufen. Ja, es ist halt einfach Werbung. Alles ist Werbung. Rick and Morty war zu der fünften oder sechsten Staffel Rick and Morty reingekommen. Nicht nur für Filme, auch für Spielreihen, neue Spiele, die rausgekommen sind. Gibt's immer Shopskins, das ist klar. Ja. Vollkommen klar. Es ist halt so angemacht, das Fortnite besteht halt wirklich traurigerweise wirklich nur noch genau das. Das ist Werbung, ja, und du musst einfach sagen, das ist Werbung, um kleine Kinder irgendwelche Sachen aus der Hand zu ziehen. Ja, ihr Geld zu nehmen. Wenn ich überlege, ich weiß ja das von den Leuten, mit denen ich spiele, viele der kleinen Kinder, also die 13, 14, 15 sind, also 15 ist nicht mehr ganz klein, aber die so 13, 14 sind, die haben 5, 6, 7, 800 Euro ausgegeben in Fortnite. War jetzt ja auch letztens das Gerichtsverfahren dazu, wo die halt, wo der eine Mutter über eine Anwaltskanzlei Epic Games verklagt hat, weil der Kind so viel Geld ausgegeben hat, ohne dass die Eltern davon wissen oder bestätigen haben. Und es gibt ja auch keine Elternbestätigung bei dem Bezahlen, sondern du kannst dir einfach irgendwo so einen Gutschein holen und den dann einlösen. Das ist klar. Und da wurde jetzt die, ich weiß nicht, was genau die Sprache war, weil die sich innerdings geeinigt haben, aber das war über die 100.000 weg, weiter. Also ja, aber du musst sagen, das ist ja bei FIFA identisch, wenn ich überlege, ich hatte Leute, die mit mir in der Klasse waren, die sind nach der Schule zu irgendeinem Supermarkt oder Tankstelle gefahren, haben sich eine PSN-Guthabenkarte geholt, haben die eingelöst, ich weiß nicht, 50 Euro, 75 Euro, ich glaube, so sind die Steps immer, also 25, 50, 75 Euro oder 100 Euro, haben dann 75 Euro in FIFA-Coins aufgeladen und das an einem Abend an Packs verzogen. Die haben 2-3 Stunden gespielt und dann waren die 75 Euro weg. Und das ist, und man muss ehrlich sagen, da finde ich auch, was das EU-Parlament gesagt hat, allgemein zu Glücksspiel auch, mit, dass man einfach nach einer Zeit nichts mehr aufladen kann. Steam hat zum Beispiel das auch. Ich glaube, dass bei 1.000 oder 1.500 Euro ist dann einfach für 24 Stunden Schluss. Dann kannst du kein Guthaben mehr aufladen. Ja, finde ich auch richtig so. Aber FIFA, du kannst 3, 4, 5, 6, 7.000 Euro an einem Tag an Packs verziehen. Und es kommt nicht, ey, du öffnest jetzt schon das 5000ste Pack, mehr kannst du nicht. Weil die genau wissen, dass sie Geld verdienen. Und das ist in Fortnite auch so, du kannst den ganzen Shop leer kaufen, was 1000, 1500 Euro, das sicher mehr kostet. Und das Spiel lässt es zu. Und ich finde, das ist verwerflich und da muss auch eine Regulierung kommen bei Mikrotransaktionen. Das einfach, keine Ahnung, irgendwie ein Limit von 200-300 Euro und dann geht mehr nicht. Auf jeden Fall, weil sonst verlierst du. Oder eine andere irgendwie Bestätigungsding ist, dass du doppelte Bestätigung musst. Ja, aber da musst du ja auch sagen, da kann ja ein Kind auch sein eigenes Handy hinterlegen, wenn du jetzt überlegst, für die Zwei-Faktoren-Autorifizierung. Und das kann ich ja auch einfach nebenbei drücken, die ganze Zeit. Das ist ja das Prinzip
wie man ja das umgehen kann. Aber man bräuchte einfach ein Limit. Das wäre die einzig richtige Lösung. Das, keine Ahnung, 200 Euro, mehr geht für den Tag nicht. Ja. Und dann kannst du das vielleicht 2-3 Tage machen, dann bist du bei 600 Euro und dann ist für eine Woche Schluss. Auf jeden Fall, das wäre mal... Das ist die einzige Lösung, weil mit diesem nebenbei bestätigen, jedes Kind hat 2-Faktoren-Authentifizierung mit seinem eigenen Handy. Und nicht mit dem Handy der Eltern. Ja. Das ist einfach das Problem. Und dann kann es ja einfach, oh, ich kaufe jetzt für 100 Euro V-Bucks, 2-Faktoren-Authentifizierung drücke ich kurz, kaufe ich wieder 100.000 V-Bucks, drücke ich wieder und so weiter und so fort. Das ist ja dann genau das gleiche Prinzip, wo er dann eigentlich nichts bringt. Wenn nicht direkt die Eltern die 2-Faktoren-Authentifizierung eingerichtet haben. Aber wenn ich überlege, ja, meine Eltern könnten das gar nicht. Ich kann mich erinnern, mein Vater hat mich letztens gefragt, ob ich ihm Instagram einrichten kann. Ja, ja, bei meiner Mom auch. Wie willst du dann verlangen von Eltern, dass sie diesen Kinderschutz einrichten, wenn sie nicht mal ihr Handy benutzen können? Ja, aber irgendwie muss man es dann auch senden oder dann den Eltern auch die gewisse Verantwortung besitzen, an den Kindern zu sagen, dann könnt ihr das Game nicht zocken. Also ja, du musst halt ehrlich sagen, ich kenne es ja von meinen Eltern, das Interesse, was gespielt wird, ist nicht groß. Ja. Ich weiß von meinem Bruder, der dürfte keine Spiele ab 18 spielen, zockt er genauso, weil er in eine Tankstelle geht, Steam-Guthaben kauft und das Spiel einlöst. Und da muss man ehrlich sagen, auch Steam hat keine wirkliche Altersverifizierung. Da drückst du, gebe dein Geburtsdatum ein und dann auch weiter. Und da kann jeder 14-Jährige checken, dass er dann einfach 1980 eingibt und dann kann er weiter. Und das Spiel kaufen. Mich würde mal interessieren, ob der das erkennt, wenn du dann ein Geburtsdatum reingibst, was gar nicht möglich ist. Nein. Irgendwie du kannst auch, kannst du eingeben, geht weiter. Es geht genauso weiter. Das ist leider dieses Prinzip, das können wir auch eine Folge darüber machen, über diese Altersbeschränkungen und so. Das ist einfach, ja, nichts bringt. Und wie gesagt, bei diesen Mikro-DLCs ist das eine, da kannst du nicht hunderttausende Euro ausgeben, also können schon, wie bei Sims, aber irgendwann kannst du keine DLCs mehr kaufen. Aber bei Mikrotransaktionen, da kannst du, wenn du überlegst, wie viele Skins hat Fortnite, 3, 4, 5, 6.000. Wenn nicht noch mehr. Und wenn du jetzt überlegst, das Geld ist einfach verloren. Wenn das Spiel nicht mehr gespielt wird, abgeschaltet wird, ist alles Geld weg. Und das ist leider einfach das Traurige. Ich weiß nicht, JP, wie viel Geld hast du in Fortnite schon ausgegeben? Schon. Auch ein paar hundert Euro sicher. Ja, ja, schon eine Menge. Also ich weiß nicht, wie stellt sich denn das Kontolevel zusammen? Weißt du das? Was ist das Kontolevel? Bei Fortnite, das Kontolevel. Das ist das Level von jeder Season zusammengerechnet. Ah, okay. Genau. Okay. Nein, wenn du jetzt überlege, was habe ich? Ich habe 25 Euro ausgegeben in Fortnite. Genau. Und was ich natürlich gemacht habe, ich habe Rette die Welt gekauft für 30 Euro. Das war da reduziert, anstatt 60, 30. Und das habe ich halt 30 Euro bezahlt. Und da muss ich sagen, finde ich vollkommen okay. Ich habe vielleicht 150 Stunden Rette die Welt gespielt. Fand ich also okay. Und sonst habe ich halt auch, ehrlich gesagt, ich habe immer diese Starter-Packs gekauft mit Skin und V-Bucks zusammen. Die haben mir damals noch 5 Euro gekostet. Die sind ja mittlerweile, ich glaube, 3 Euro oder so, oder 3,50 Euro. Ja. Und ja, so habe ich das einfach gemacht. Aber wie gesagt, du merkst auch schon, wie sich das entwickelt hat, dass halt immer viele Leute das gar nicht mehr mögen und dann halt immer billiger alles gemacht wird, damit halt Leute sich dann denken, ach, es ist 2 Euro billiger geworden, jetzt kann ich es mir ja doch kaufen. Das ist diese typische Ding, wenn du überlegst, jede Handy-App hat ja auch so, ah, das ist das Starter, Gründer, keine Ahnung, Neuheits- Bundle, anstatt 70 Euro kostet es 5 Euro, kauf jetzt schnell, geht nur noch 2 Stunden. Das ist diese künstliche Verknappung einfach, die man einfach benutzt, um billig halt auch durch Leute abzuziehen, ja. Ja, dieses Zeitlimit wird halt gesetzt, um halt zu sagen, ey, ihr könnt es nicht mehr wieder und halt genau. Jetzt oder nie. Und dann wird halt nicht viel drauf gedacht und schnell gekauft. Ich finde zum Beispiel auch, das ist ein Witz
vom System, dass man auch in Fortnite zum Beispiel sagt, ey, diese Skins damals von Season 2, die ja da in diesem Season-Shop waren, die kommen nie wieder. Sie sind ja auch bis heute nie wieder gekommen, Renegade Raider und so. Glaubst du, die kommen aber nochmal wieder? Nein, die kommen nie wieder. Aus dem Grund, weil sie sagen, ja, die war damals im Shop und du hast es halt nicht gekauft. Und das ist einfach eine Frechheit, weil du etwas, was unendlich geben kann, es ist ein digitales Gut, das es unendlich geben könnte. Du könntest das jedem Spieler schenken und es wird dir nichts passieren. Wird künstlich verknappt. Wenn du überlegst, das ist vom Prinzip her eigentlich, das ist wie wenn du sagst, ey, ich habe 10 Bananen, aber es gibt nur noch diese 10 Bananen. Aber bei diesen 10 Bananen hast du etwas. Bei diesen künstlichen, virtuellen Gütern hast du rein gar nichts. Du besitzt das und sobald du das Spiel nicht mehr spielst, hast du es nicht mehr. Oder sobald das Spiel abgeschaltet wird, ist es weg. Ja. Und du hast es gekauft. Bei der Banane, gut, die Banane muss ich irgendwann essen, das ist schon klar. Aber wenn du jetzt sagst, ey, ich kaufe mir einen schönen Teller, dann kann ich den auch noch in 50 Jahren haben, wenn ich ihn nicht zerschlage. Das ist egal, ob die Firma pleite gegangen ist oder ob die Firma aufgekauft wurde. Den Teller besitze ich. Und da bin ich, das wird in der späteren Folge noch kommen, höchstwahrscheinlich in der Folge, die wir danach dann aufnehmen, wird es ja darum gehen, ob digital oder physisch, also oder Retail besser gesagt, Vor- und Nachteile. Genau. Aber wie gesagt, es muss Regulierungen geben, vor allem gegen Mikrotransaktionen, Limits. Und es muss sich auch von der Regierung mal ein bisschen damit auch befasst werden, mit so einem Methoden wie in Frankreich, dass man halt sowas... Ja, vor allem bei Lootboxen und so, weil die sind bei uns immer noch normal. Und was sicher ist, das ist mit der Altersbeschränkung. Aber das werden wir danach beim anderen Thema noch da drauf kommen. Und genau. Altersbeschränkung allgemein ist einfach im Internet ein Witz. Es ist wirklich ein Witz. Aber lass uns nicht zu viel vorwegnehmen, genau. Lass uns damit warten, bis wir zum nächsten. Ich würde jetzt auch vielleicht mal die Abmoderation mal starten. Wir haben jetzt eine gute Stunde darüber geredet, über DLCs und Mikrotransaktionen. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass halt dieses Mikrotransaktionen... Regulierungen einfach. Mehr kann man da nicht machen. Und das auch extrem beeinflussen. Und, und bedanke mich damit auch noch bei allen, die jetzt zugehört haben. Und hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auch dabei und gerne immer gutes Feedback. Ihr könnt auch gerne Themen schreiben. Wir können auch gerne auf Community-Themen eingehen. Wir können auch sicherlich mal so einbringen oder so, dass vielleicht auch mal andere hier sitzen, wenn sie mal Lust haben. Ja, mit Special Guests, genau. So irgendein Thema viel sagen. Uns da gerne anschreiben, beide. Richtig, und, ja, vielen Dank. Vielen Dank auch an JP für die erste Folge. Ja, und sehr gerne. Genau, bis zum nächsten Podcast. Oder Podcast-Folge, besser gesagt. Ist ja alles in der gleichen Playlist drin. Genau. Vielen Dank. Euer Blume.at. Ciao, ciao.